Ja, und da sind wir wieder zu einem weiteren Teil der Spielerkarriere, wo wir bereits 2 Spiele absolviert haben in der aktuellen Saison. Wir haben gesehen, dass wir ein Spiel gewonnen haben, ein Spiel unentschieden gespielt haben, 1-0, 0-0. Ich hatte mal erwähnt, dass es relativ häufig dazu kommt, dass wir vermutlich der spielentscheidende Spieler sind. Das liegt daran, dass der Computer sehr abhängig ist von dem menschlichen Spieler, außer man simuliert die Spiele. Ich hatte auch erwähnt, wie gesagt, kurz hintereinander sind die Spiele meistens nur zu simulieren, weil wir keine Möglichkeit haben, aufgrund unserer Ausdauer dort zu spielen. Das heißt aber auch, dass wir in der Saison ein ganzes Stück weiterkommen, was ja jetzt nicht unbedingt immer alles schlecht sein muss. So, erste Minute, da gehen wir mal direkt in Führung, aber in der 5. kriegt also Peterborough hier den Ausgleich hin. Wir gucken mal, ob wir vielleicht dann den 2. Saisonsieg auf unser Konto schreiben können. Da sind einige Auswechslungen. 2 gelbe Karten auf unserer Seite. Gelb-rote Karte, auch das für Gillingham, aber trotzdem der Führungstreffer 2-1. 80., 89., 90. und ja, geht doch. Wir haben also einen weiteren Sieg auf unser Konto gepackt. Das ist nicht schlecht, um uns in der Liga ein Stück nach oben zu orientieren. Kriegen wir die Nachricht, dass der Kollege, der hier gerade gelb-rot gesehen hat, gesperrt ist. Das brauchen wir uns aber, glaube ich, nicht durchlesen. Das sollte jedem klar sein, der sich so ein bisschen mit Fußball auskennt. Und auch hier sieht man es gerade wieder. Wir haben jetzt ein Spiel und dann in 3 Tagen ein Spiel. Wenn wir das jetzt spielen, haben wir keine Möglichkeit, im Pokal zu spielen. Das ist sehr schade. Irgendwo auch, ja, verständlich. Ich hatte ja auch mal gesagt, ich finde es auch schade, wenn man halt jedes Spiel macht. Das liegt allerdings hier auch nicht daran, dass man jetzt besonders schlecht ist, sondern man spielt ja hier einfach nur wegen der Ausdauer nicht. Das ist in anderen Teilen, wie gesagt, anders, beispielsweise Pro Evolution Soccer. Nee, das war gar nichts. Das war nicht. Oh, der war auch ein Stück zu weit. Da hinten ist so ein Bottich, da kann man übrigens auch rein. Wenn man denn will. Oh ja, der ist getroffen. Noch 4 Versuche. Ich weiß, eigentlich will ich die ja hier nicht so machen, ne? Aber jetzt kriegt man dann doch irgendwie Lust da dran. Schade. Na! Oh, ein dickes Minus. Da haben wir einen der Pinöppel abgeräumt. Das war knapp. Haben wir noch einen? Ja, so muss das sein. Schön, alle getroffen, außer den Bottich da hinten, aber immerhin noch so gerade mit dem letzten dann über den Strich. So, wir wollen mal anfangen jetzt hier zu spielen. Nächstes Spiel in der Football League One haben gesehen 2 Siege auf dem Konto, ein Unentschieden in der laufenden Saison. Das ist kein schlechter Start. Vielleicht können wir uns tatsächlich so ein Stück nach oben orientieren dadurch. Nee, das war nicht gut. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Hatte gehofft, dass er ihn da in die Lücke spielt, aber der Mitspieler sich schon zu weit dann auch wieder zum Gegenspieler orientiert. Zu weit schon in die eigene Hälfte wieder gegangen. Ab und zu auch mal die Passarten variieren, weil auch das alles, wie gesagt, hier die Fähigkeiten dann erhöht, wenn man auch im Passspiel variiert. Oh, da ist der Schuss und da ist wieder kein Foul. Da war ein bisschen spät abgeschlossen, aber wie gesagt, das ist alles noch diese Reaktionsfähigkeit. Das fehlt uns alles leider noch. Ah, der Ball kommt nicht. So, jetzt die Möglichkeit, das anzuspielen. Der Ball ist gut, der Schuss ist gut und er ist drin! Das nächste Tor für Gillingham und wieder sind es wir, der den Treffer erzielt. Da auch, glaube ich, noch etwas abgefälscht, sonst wäre der nicht reingegangen. Tatsächlich der Ball leicht abgefälscht und damit der Ball unhaltbar für den Tor, weil der den Ball hier nur hinterher gucken kann. Schönes Tor. In der 13. Minute durch uns. Das heißt, wir packen auf unser Saison-Torkonto Treffer Nummer 2.
Ah, der Pass kommt auch an. Schön. Muss ein bisschen Gas geben, sind hinten dran. Ah, da haben wir den Ball nochmal abgespielt. Und das lag auch unter anderem daran, dass ich schon auf Pass gedrückt hatte. Aber das muss besser. Das passiert leider viel zu häufig. Kriegen andere Spiele ein bisschen besser hin, wenn ihr mich fragt. Ja, wenn man den Pass anfordern muss, dann ist es immer blöd, wenn man dann schon auf Pass gedrückt hat. Und er ist so empfindlich, dass wirklich jedes Signal trotzdem übertragen wird. Und der Pass dann immer noch gespielt wird, auch wenn man den gar nicht mehr in der Situation spielen möchte. Da sind wir jetzt also mal durch. Wieder Platz und Zeit, aber auch keiner mitgelaufen. Ah, Flanke, die wir da versucht haben. Ah, unter Druck gesetzt, der Verteidiger lässt sich ein bisschen irritieren, spielen den Ball jetzt hier schnell zum Einwurf. Nicht gut gemacht da. Ball ist weg. Aber hier wieder abgefangen. Immer wieder versuchen wir die Passarten zu variieren, um halt Attribute dazu zu bekommen. Oh, da ist Platz und da ist das zweite Tor. Wir machen hier einen Doppelpack, wie sich das gehört. Wir haben eine Sternwertung, irgendwas oben. Ich habe es wieder leider nicht ganz gesehen, dazu bekommen. Das zweite Tor für uns, drittes in der Saison, haben wir gerade nochmal als Statistik eingeblendet gesehen. Also erfolgreiches Spiel für uns. Ja, er spielt den Ball nach draußen. Schrauben hier ein bisschen an unseren Saisonzielen, die ja doch sehr hoch waren, wie ich am Anfang der Saison durchaus mal so in den Raum gestellt habe. Das sind zwar 3 Euro ins Phrasenschwein. Ah, oh, schön durchgesteckt. Hier, Fußball ist ein Mannschaftsspiel. Kommt er dran? Schöne Nein, Danke, Gott sei Dank nicht. Wir versuchen hier wieder uns anspielen zu lassen. Der Ball kommt auch. Jetzt der Ball kann wiederkommen. Oh, gefährlich, da wurden wir abgeräumt. Der Schiedsrichter sagt kein Foul. Auch da möchte ich doch zumindest mal leicht dran zweifeln können. Gesteckt da. Ah, der Ball wieder. Die schöne Möglichkeit. Was war das denn für eine Torwartaktion? Der darf eigentlich in 100 Jahren nicht gefährlich werden, aber der Torwart legt sich dahin. Wieso, weiß ich nicht. Fast durch. Ich sag schießen, aber auch da. Ich drück den Knopf, um den Mitspieler zu sagen, dass er schießen soll. Und er soll auch schießen, aber doch da nicht so, bitte. Aus 6 Schüssen 2 Tore. Ich denke, das ist ordentlich. Gute Ausbeute, die wir in diesem Spiel vorzuweisen haben. Und dann geht's also in die Halbzeit. 2:0. Beide Tore haben wir beigesteuert. Beide Tore sind von uns. Also sehen wir nochmal das 1:0 und dann logischerweise auch das 2:0, wenn wir das jetzt nochmal kriegen hier. Da ist es jetzt. Drehung und dann ist er drin, weil der Torwart da keine Chance hat, den Ball noch abzuwehren. Die Spieler sind da. Und so steht es also 2:0. Machen eine sehr gute Partie. Das sieht aus wie Training. Viele offensive Aktionen, die wir selber mit einleiten, die wir auch selber abschließen. 2 davon erfolgreich. Jetzt mal schauen, wie wir uns hier noch in diesem Spiel auch taktisch ausrichten. Ich denke eher defensiver, wodurch wir dann auch weniger vom Spiel einfach mitkriegen. Muss man sehen, wie sich das entwickelt hier. Aber da eine sehr gefährliche Aktion. Kurze Ecke gespielt und dann war es sehr knapp hier. Schauen wir uns das nochmal genauer an. Positionieren uns da, wo der Mittelstürmer stehen würde.
Beziehungsweise sind wir ja zwei Stürmer da vorne. Gewonnene Kopfballduelle, auch da wieder eine Wertung. Es ist kein Abseits. Da sind wir durch und da werden wir also brutalst abgeräumt. Da kann ich nicht nachvollziehen. Auch jetzt dann keinen Vorteil mehr, überhaupt nicht davon gehabt. Da werden wir gefordert, aber ich bitte dich, Schiedsrichter, also das ist ja wohl absolut lächerlich und das macht er jetzt auch. Er geht zu dem Spieler, der vorhin uns da abgeräumt hat und zeigt ihm die gelbe Karte. Völlig zu Recht. Ja. Hier klar den Gegner. Da sehen wir es nochmal. Abgeräumt. Vorteil war eigentlich nicht mehr gegeben, aber der Schiedsrichter hat gesagt, Weiterspiel. Schön gemacht und da ist der Ball aufs Tor. Uiuiui. Da hätten wir fast den Hattrick machen können. Guten Hattrick ist innerhalb einer Halbzeit ein lupenreiner zumindest. Aber drei Tore hätten wir mal erzielen können. Hat leider nicht geklappt, aber kann ja noch. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Ja, tolle Chance. Und da wieder den Schuss befohlen. Ah, da war es dann doch ein ganzes Stück knapper. Der Mitspieler sucht da die Möglichkeit. Leider auch nicht ganz geklappt. Schludern jetzt ein bisschen mit unseren Torchancen. Durchgesteckt, schönes Ding. Oh, schön. Das war auch kein Abseits. Der war drin. Der zählt. Der ist gut. Und da ist das 3:0. Das Ganze schön herausgespielt. Wir sind in völliger Kontrolle des Spiels. Und führen ja auch völlig verdient in der Höhe auch zurecht mit 3:0. Der Gegner hat riesige Probleme. Und wir mit einer Wertung von 9,6, das ist natürlich sehr ordentlich. Beste Wertung, die ich glaube ich bisher auch erreichen konnte, auch in meiner privaten Karriere. Spiele da allerdings auch beim schwächsten Team in der letzten englischen Liga. Also habe es mir mal wieder nicht leicht gemacht. Der Ball kommt, den Ball holen wir wieder. Der Gegner also wirklich auch gar keine Chance gehabt. Außer diese eine Ecke, die kurz gespielt war. Hoch da. Oh, oh, oh. Der Gegner jetzt dann doch nochmal mit einer hochprozentigen Chance, die man hätte durchaus auch verwandeln können. Aber auch da fehlt die letzte Konsequenz. Auch da der Gegner. Nicht mit dem Torerfolg. So bleibt es beim 3:0. So bleibt es bei dem weiter sehr deutlichen und auch in der Höhe verdienten Ergebnis. Jetzt die Chance hier, das Ganze noch komfortabler zu gestalten. Aber da in letzter Sekunde der Abwehrspieler noch dazwischen. Da wollte ich ihn mit einem hohen Pass in den Lauf schicken. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das der richtige Weg war. Auf jeden Fall haben wir dadurch leider eine sehr gute Torchance verdaddelt. Muss man jetzt mit leben. Denke aber, dass das Spiel insgesamt doch sehr ordentlich war. Da haben wir Glück, wenn wir da im Nachgang keine gelbe Karte kriegen. Erstmal halten wir uns jetzt bedeckt. Wenn er schnell abwirft, macht er nicht. Aber da wäre die Chance gewesen. Thorn hält jetzt sehr lange den Ball. Gute Übersicht. Und da setzen wir uns auch im Kopfballduell durch. Schön wieder durchgesteckt. Da hinten kommt er an den Ball. Flanke könnte kommen, kommt er auch, aber auch die nicht mehr gefährlich. Die leider nicht mehr relevant für uns. Wir versuchen uns jetzt hier nicht allzu schlecht die Bewertung noch zu holen. Haben doch ganz schön viel verloren. Ich weiß gar nicht wieso. Gefährliche Flanke.
Spiel vorbei. Gewinnen 3:0, holen wieder, glaube ich, die beste Spielernote, haben eine 8,1 geholt, obwohl wir zwischenzeitlich bei 9,7 waren. Also nicht ganz nachvollziehbar. Warum haben wir jetzt gerade 1,6 Punkte an der Spielerbewertung verloren? Für mich nicht ganz transparent, aber gut. Mögt ihr bewerten? Habt ihr gesehen, dass ich da groß viel falsch gemacht habe nach dem zweiten Tor? Gut, das steht wahrscheinlich auf einem anderen Blatt. Wir können erstmal zufrieden sein, dass wir diese Partie gewonnen haben. Jetzt sehen wir auch hier übrigens hier rechts bei Balltechnik, dass der Fall nach oben geht. Also wir haben ein Attribut jetzt mal verbessert, das auch auf dieser Übersicht zu sehen ist. Wir haben sehr, sehr viel Tore erzielt bisher, 3 Stück. Haben alle dynamischen Ziele hier erreicht, also der Trainer kann sehr zufrieden sein mit uns. Weiter geht's im Pokal, den wir vermutlich nicht spielen werden. So ist es wieder. Simulieren wir nur. Was doch sehr schade ist. Weil, wie gesagt, das ein oder andere Pokalspiel will man ja auch mal spielen. Pokal ist das, wofür man ja auch so ein bisschen lebt. Pokal immer was Schönes. Der Gegner geht hier relativ schnell in Führung, verschießt dann einen Elfmeter in der 12. Minute. Und das 2:0, das sieht nicht gut aus für uns. Ja, wenn wir jetzt nicht langsam den Anschluss machen, das sieht aber nicht so aus. Das Spiel endet, Ball 3:0 und damit ist auch die Entscheidung durch. Verlieren deutlich mit 0:3. Keine Möglichkeit für uns, überhaupt irgendwas da zu tun. Was sehr schade ist. Atletico Madrid verhandelt mit FC Bayern über Mario Götze, auch nicht schlecht. Mandzukic haben sie ja schon. So, und wir nähern uns also jetzt dem zweiten Spiel, das wir in diesem Let's Play sehen. Haben ja einige Attributspunkte dazu bekommen durch einige schöne Aktionen, durch 2 Tore. Und jetzt geht es also gegen Bradford City hier wieder auswärts. Jetzt haben, glaube ich, einen ganz guten Saisonstart hingelegt. Gut, jetzt haben wir das eine Pokalspiel in der Jane Payne Trophy verloren. Da war aber auch noch eine andere, die geklappt hat. Oh, der ist gut. Aber Glück gehabt hier. Ich glaube nicht, dass wir es nochmal so... Upsala. Auch nicht schlecht. Ah, wobei, der geht auch rein. Geht doch. Oha. Oha. Warten wir. Knapp, aber auch der ist gut. So, und jetzt noch 6 Versuche für das da hinten. Und auch der ist gut. Na, geht doch. Gucken wir mal, ob wir die Versuche hier und die Zeit drauf gerechnet kriegen. So ist es. Gucken, wo wir uns da im Vergleich mit den Kollegen hinstellen. Ja, auf Platz 1 scheint noch keiner wirklich gemacht zu haben oder durchgezogen zu haben. Wir sind also beim zweiten Spiel. Wie gesagt, vielleicht können wir ja unsere positive Form aus den letzten Spielen bestätigen und weiter auf unser Torkonto aufsetzen. Ah, da haben wir schon mal eine schöne Bewegung da drin. Machen hier den Weg wieder in die Mitte. Haben jetzt mal ein bisschen Platz. Der Schuss aufs Tor und er darf schon fast von einer dicken Torchance gesprochen werden. Eieiei, da hätten wir schon fast das 1:0 wieder erzielt. Aber hier fehlte noch das Zielwasser. Vielleicht finden wir es dann im Laufe der Partie wieder. Oder Glück hat, dass er da nicht den Gegner erwischt im Strafraum. Das war sehr knapp am Elfmeter. Ball wieder außen. Der Gegner versucht, das Spiel über die Außen aufzuziehen. Wir positionieren uns so ein bisschen zwischen der Mittellinie und jetzt sind wir also auch am Anschlusspunkt. Versuchen hier die Passwege zuzumachen. Was man auch machen kann ab und zu, ich mache das gerne über R1.
holt man sich eine Mitspielerunterstützung und das funktioniert auch, wenn man im Sturm weit weg von seinen Mitspielern steht. Also vom Gefühl her gehen die Mitspieler dann aggressiver an den ballführenden Spieler heran, wodurch sich die ein oder andere Chance ergibt, den Ball schnell wieder zu gewinnen. Jetzt da, schöne Aktion, wir versuchen einzulaufen, kriegen den Ball auch, der Schuss aus der zweiten Reihe, da hätten wir uns aber ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen. Eieiei. Einmal auf die Tribüne. Haben wir, glaube ich, auch eine sehr schöne Torquote bisher. Die versaubern natürlich, wenn wir so weitermachen. Ah, schöne. Ja, da sind wir durch. Der ist durch da und der nächste Schuss aufs Tor und wieder. Was mache ich denn da? Achtung, das nächste Mal trifft er wieder. Aber das Ding, Manni, dicke Chancen und wir nutzen hier keine am Anfang. Viele Torschüsse, aber kein Tor. Naja. Hoffentlich kriegen wir die nochmal wieder. Nicht, dass ich das noch recht. Da haben wir es wieder gesehen gerade. Das Symbol über dem Kopf dieser... Ja, wie soll ich sagen? Dieser... Was ist das? Kopf mit Schultern, den wir da über den Spielern sehen. Das ist ja das Symbol dafür, dass sie sich angesprochen fühlen, wenn man auf R1 drückt. Das war nix. Zweiter Versuch. Der kommt besser. Der Schuss aufs Torpfosten. Eieieiei. Das war knapp. Da wäre es fast so weit gewesen. Aber wieder lassen wir eine Top-Torchance aus. Oh, der Ball jetzt wieder durch. Der kommt da schön durchgespielt. Kein Abseits anscheinend. Drücken wieder auf Pass. Aber der Mitspieler entscheidet sich lieber, damit ins Auszulaufen. Dieser beherzte Versuch von vorhin. Alles andere als schlecht war. So was war auch. Ah, sehr knapp gerade mit dem Pfosten. Da sage ich es auch gerade mal, aber. Leider kein Tor. Und das ist nur das, was zählt. Sieht man auch an der Mitspielernote, die sich eher noch verschlechtert hat. Aber ist schade, schade. War gut durchgesteckt, gute Idee. Hätte auch fast geklappt, aber. Dann fehlen halt doch die paar Zentimeter und wir sind schon sehr groß. Die wir dann hätten noch größer sein müssen, wenn wir den Ball bekommen. Also mal ganz ehrlich, gerne ja auch immer gesagt, da müsste man so groß sein wie Karim Abdul-Jabbar. Da kann man ja auch schon fast gar nicht mehr hören. Angeblich ja für diesen Teil neue Sprüche aufgenommen auch. Mit dem Verein Buschmann, aber ich habe noch nicht so viel Neues an Sprüchen gehört. Sehr viel, was sich immer noch aus den alten Teilen doppelt. Wie gesagt, allgemein sehr wenig Elemente, die besonders neu oder innovativ wären. Ja, das könnte was werden. Da mal die Chance zum Schuss, auch der sehr knapp. Solche Chancen auszulassen. Aber das ist bisher das Spiel der vergebenen Torchancen. Hat sich jemand verletzt auf Gillingham Seite. Musste ausgewechselt werden. Relativ früh in der Partie. Die Fans fragen sich, es war doch erkämpft da. Abgepfiffen wegen Foul. Ja, Ball ist wieder bei uns. Jetzt mal schneller gespielt und gucken, ob wir hier vielleicht noch einen Konter fahren können, weil eigentlich ist die Zeit schon rum. Ach, nee. Ah, da kann man mal faul pfeifen. Jetzt hat er den Vorteil abgepfiffen, weil sich keiner ergeben hat. Also nochmal die Chance, hier eventuell den Ball nochmal hoch reinzubringen. Da kommt er auch. Aber abgefangen von der Abwehrreihe und damit geht's dann in die Halbzeit 0:0 und... Die schenken sich nichts. Glaublich eigentlich, weil wir so viele Chancen hatten. Gleich viel zu geben, haben also hier die Führung deutlich verdient gehabt. Aber wenn man das Tor nicht macht, dann muss man halt hinten aufpassen. Nicht, dass sich das recht. Und pfeift die zweite Halbzeit an. Pass geht raus. Jetzt soll es über die Außen gehen. Ja,
der Gegner kommt jetzt auch mal, da versucht sich auch nach vorne durchzumogeln, aber jetzt mal abgefangen, kein guter Pass, aber wieder abgefangen, sehr gut. Unseren Fehler da ausgebügelt, der Mitspieler. Er spielt den Ball auf die Außenposition. Oh, schön in den Lauf, da haben wir Platz, da haben wir Zeit und dann ist der Gegenspieler da. Das wäre es gewesen. Leider vorher abgefangen. Wir sehen, dass wir hier wieder das Symbol drücken, weil wir dann, ihr seht schon, aggressiver wird einfach zu Werke gegangen. Der Ball wird deutlich schneller wieder gewonnen. So zumindest vom Gefühl her. Könnt ihr ja selber auch mal ausprobieren und mir erzählen, ob ihr das gleiche Gefühl habt. Oh. Kein Foul, sagt der Schiedsrichter. Werden abgeräumt da, aber alles kein Foul. Sehr interessante Auslegung des Regelwerks. Ah, da haben wir auch mal die Grätsche ausgepackt. Auch kein Vorteil. Also da hat der Schiedsrichter auch auf Weiterspielen entschieden. War natürlich ein klares Revanche-Foul. Das hat der Computer nicht erkannt. So, jetzt mal durch hier. Vielleicht kriegen wir den Ball. Ja, wir kriegen ihn. Flanke, der kommt. Och, der steht doch sogar vor ihm in der Luft. Aber er kann den Ball nicht erreichen. Springt am Ball vorbei. Hatte eigentlich eine sehr gute Ausgangsposition. War vor dem Gegenspieler und hätte eigentlich mit seinem Kopf da den Torwart fragen müssen, wo er den Ball hinhaben will. So, irgendwie dran vorbei. Abwehrspieler kommt dran und Chance vorbei. Es muss Einwurf geben. Oh, da wird gewechselt, Munter. Oh, Ball ist abgefangen. Biegen uns an. Ja, der Ball gegen den Gegenspieler und von da ins Aus. Da wird wieder gewechselt. Ja, der Ball geht da ins Nirgendwo. Da werden wir nicht gefoult, aber auch nicht. Bei uns war die Aktion auch nicht so ganz fair. Trikots erinnern mich des Gegners irgendwie an Galatasaray Istanbul. Ein bisschen ähnlich ist es tatsächlich. Ähnlichkeit ist da. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt die? Ja, sind aggressiv, ja, aber kriegen den Ball nicht wirklich. Jetzt vielleicht mal, der Gegner ist immer einen Schritt schneller, gibt's ja gar nicht. Jetzt hat's mal die Grätsche getan. Das wird. Ah, schade. Haben uns jetzt auch gefühlt halt weit zurückgezogen in die eigene Hälfte, wobei wir das ganze Spiel über besser waren und da ist die richtige Chance. Und ich habe es angesprochen, wenn du halt vorne die Dinger nicht machst, dann wird es nachher gefährlich. Sind jetzt auch eher defensiv ausgerichtet. Ja, der Trainer bringt nochmal einen frischen Spieler. Hätten das Spiel auch schon lange entscheiden müssen, muss man ja fast sagen. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Jetzt natürlich auch vorne weniger Raum wieder. Weil einfach auch weniger Leute da sind, die Lücken reißen könnten da in die Abwehr. Ja, der Ball kommt durch. Jetzt vielleicht nochmal. Stoppen hier clever, aber der Ball ist leider abgefangen. Aber der kann ihn nur zum Einwurf klären unter Druck. Und so haben wir vielleicht nochmal die Möglichkeit. Wenn wir nicht ausgewechselt werden, werden wir nicht. Wenn man gewinnen will, die Flanke ist aus der Kategorie. Guck, hier sieht man es nochmal ganz genau. Tja, welche Kategorie? Korrekt, fällt mir selber keiner ein. Absolute Grottenflanke, die auch entsprechend kein Ziel findet, außer die Schnüre des des Tornetzes. An den Pöllern da. Also gar nichts. Spiel vorbei, 0:0 in der Partie, die wir hätten nicht, bei weitem nicht 0:0. Hätten gestalten müssen. Nur eine 5,9. Wir sehen 5 von 5 abgeschlossenen Spielen. Und da ist die, da sind die besprochenen Aufwertungen, was die Attribute angeht. Das werden wir vielleicht jetzt gleich auch nochmal sehen. Ausdauer war ja, glaube ich, mit dabei.
Und tatsächlich, mental haben wir jetzt also auch dann noch was draufgepackt. Im nächsten Teil sehen wir dann die Transfer-Deadline. Die gehen wir dann gemeinsam an. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Haben im ersten Spiel zwei schöne Tore gesehen. 3:0 gewonnen, zweites Spiel 0:0. Aber alles in allem, denke ich, wieder einen interessanten Teil in der Spielerkarriere. Wie gesagt, immer noch mal Feedback, ob ihr das Ganze weitersehen wollt. Bis dahin wünsche ich euch trotzdem alles Gute. Euer Ken Trigo.